Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir in der alten Ebene, also bei der Anfangsebene, nochmal was gemacht. Wir haben dort eine blaue Zwiebel gerettet, wir haben unser erstes Dandori abgeschlossen. Wir haben diese beiden Kameraden hier vor mir in der Nase gerettet und offscreen habe ich noch den letzten Prozent geholt. Das habe ich sogar aufgenommen und das könnt ihr euch jetzt hier ansehen, auch was die daraufhin gesagt haben. Also ihr seht jetzt eben kurz Vergangenheitsscheinung für so ein, zwei Minuten und dann sehen wir uns direkt wieder. Leute, ich habe jetzt die ganze Map dafür absuchen müssen, ne? Hier war noch was vergraben. Das war der eine Prozent, der mir letztes Mal gefehlt hat. Ich habe wirklich die ganze Map abgesucht. Aber hey, wir haben eine Kartoffel. Wir haben Gebiet 1 zu 100% erkundet. Ja. Da oben, das Teil ging auch leer. Okay, immer auf das Ding unter der Tagesanzeige achten. Wenn da irgendwie das doch aussteigt, dann ist irgendwo noch was vergraben. Okay, ich sag dir mal, wir treffen uns gleich beim Zukunftsshining, ne? So, ich bin da mal gespannt, was die Kartoffel für ein Item hier ist. Ich habe übrigens 2 Tage gebraucht. Und das hat euch Zukunftsshining eh schon erzählt. Kind der Erde. Eine Kartoffel heißt einfach Kind der Erde. Damit haben wir endlich 100%. Danke, Vergangenheitsshining. Ich übernehme dann ab hier wieder, ne? So, wir haben noch 2 mal Motivation. Kann ich die irgendwie gut verwerten? Ganz ehrlich, ich mache Otsche mal im Wasser ein bisschen schneller. Oh, Nickerknochen für Otschin. So. Im Labor? Die Wissenschaft ist nichts unmöglich. Ich würde sagen, wir behalten die Materialien, die wir jetzt momentan haben, ehrlich gesagt. Im Übrigen, das ist mir vorher nie so wirklich aufgefallen, das ganze Zeug, also die Löcher, in denen man die Rohmaterialien rausgraben kann, die respawnen jeden Tag neu. Und hier kann ich jetzt endlich was abgeben. Erstes Gebiet zu 100%. Ich kriege dafür wenigstens ein bisschen was an Rohmaterialien. Sonst kann ich nirgendwem was abgeben, ne? Die haben dann, glaube ich, so ein Ausrufezeichen über sich. Ach, und ein bisschen habe ich auch Pigments nebenbei gefarmt. So, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir endlich zum zweiten Gebiet aufbrechen. Zu dem erblühenden Park. Na dann, Leute, auf geht's. Der erblühende Park. Und da landen wir. Eine neue Ebene. Ich kann ja nicht jedes Pikmin mitnehmen, ne? Die roten werden mir auch gerade gar nicht empfohlen. Ich hoffe, wir finden jetzt die Knolle, also die Zwiebel für die Eispigments. Und da haben wir unseren ersten neuen Gegner, den Mini-Vogel. Der hat lang gelebt. Wir haben einen Origami-Spahn. Okay, Karte. Da ist, glaube ich, wieder so ein Dandori-Ding. Lass mal den Käfer sein. Ja, wir brauchen definitiv die, die schwimmen können.
Wusste ich's doch. Genau, nimm das mal mit. Den gelben, den hatten wir noch nicht. Ich überlege gerade, in welche Richtung wir überhaupt zuerst auswandern. Ich glaube, wir wandern mal in diese hier zuerst aus. Es ist ja eigentlich relativ egal, in welche Reihenfolge wie wir das hier machen. Ihr sammelt das mal eben. Da oben ist Fake Olimar. Da komme ich nur über diese Brücke hin. Hier ist wieder was zum Ausgraben. Ach nee, hier kann ich die Brücke bauen. Wen hast du da entführt? Ach man, ihr schon wieder. Aha, wieder dieser Laubling. Sei vorsichtig. Das könnte derjenige sein, der Diego angegriffen hat. Oh ja, kein Zweifel, das ist er. Bei der Person am Boden könnte es sich also um Bernhard handeln. Das ist übel. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass diese gestandene Person in einen Laubling verwandelt wird. Folge ihnen. Ich finde, wir sollten erstmal das jetzt einmal bauen. Und werden die da machen. Mal eben kurz da reinschicken. So, da kommen unsere fleißigen Arbeiterbienen. Da ist was zum Runterschieben. Ich glaube, ich kann hier einfach durchspringen, oder? Nee, darf ich nicht. Setzt dann da eine unsichtbare Mauer hin. Hier ist auf jeden Fall auch noch mal ein Loch. Okay, hier haben wir auf jeden Fall was zu tun. Ich würde sagen, hüpfen wir da hinterher. Ich kann eh meine Pigments, die ich gerade dabei habe, nicht mitnehmen. Also passt das schon. Oh, Dandori Level 2. Da bist du also wieder. Wer das Dandori nicht mächtig ist, kann hier nicht überleben. Doch die Blätter retten auch ihn das Leben. Ich werde mit einem Dandori-Duell feststellen, ob du die Macht hast, sie zu retten. Doch dieses Mal gibt es eine Regel mehr. Und die wer? Man muss jederzeit bereit sein, seine Strategie zu wechseln. In dieser Runde kann sich der Wert von Objekten und Kreaturen kurzzeitig erhöhen. Sie werden dann zu Bonusobjekten. Gelingt es, die Bonusobjekte einzusammeln, erhältst du die doppelte Punktzahl. Kannst du mich im Dandori übertreffen? Klar, ich glaube dir eh alles, was du einsammeln willst. Regel Nummer 1. So, erstmal für einen gesunden Satz Pigments sorgen. Das Bonusobjekt. So, gönnt euch. Ich wollte gerade kurz gucken, aber das ist ein Teil zum Durchbrechen. Wisst ihr was? Ihr acht arbeitet da mal. Ich sagte, ihr arbeitet da. Dann sind die beschäftigt. So, dann mache ich hier jetzt mal auf. Kann Otschin da auch mithelfen? Ja. Drauf an, Jungs! Jungs und Mädels, macht es kaputt! Momentan liege ich in Führung.
Es wäre schön zu wissen, wo die nächste Erdbeere ist. Ich helfe hier mal beim Transport. Oh, da können wir so abstauben. Ein gutes Duell. Die Großen bringen gerade mehr, aber das Problem ist, mit den Eispigmen sie überhaupt zu kriegen. Achin! Genau, nervt ihn! Angriff! Angriff! Läuft doch gut bisher. Das ist mein Apfel, vergiss es. Angriff! Wir gönnen uns! Ich glaube, alles kriegen wir nicht mehr durch. Aber wir haben gewonnen, Leute. In dein Gesicht. Den nehmen wir mit. Ich habe mit 60 oder mehr Vorsprung gewonnen. Clips dafür Bonus. Und heute hast du ihn dann durchgekönnt und den Beweis gestellt. Diese Person überlasse ich in deine Obhut. Dann nehmen wir ihn mit. Und wieder hat sich dieser Laubling einfach davon gemacht. Zum Glück ist der gestrandeten Person nichts passiert. Ein beeindruckender Sieg. Ich fand das jetzt recht einfach. Shining, Otchen, transportiert die gestrandete Person sofort zum Beagle. Geht klar. Und wieder nicht erkennbar, ne? Vielleicht findet Ross einen Weg, auf die Informationen der Visitenkarte zuzugreifen. Nö. Es ist wohl so, dass wir nicht mehr auf die biometrischen Daten zugreifen können, wenn jemand zum Laubling wurde. Wenn mich sogar die Wissenschaft im Stich lässt, gehen uns wohl die Optionen aus. Aber irgendeine Möglichkeit wird es ja wohl geben. So, ich pack die gelben mal weg. Auch die Eispigments packe ich weg und nehme jetzt nur die blauen mit. So, hier muss gebaut werden. Da liegt ein cooles Schiff im Wasser.
Ach, die kann ich mit den Urchin one-hitten. Da kann ich die gleich einsammeln. Ich sehe da was. Ich sehe da was Gutes. Das kann ich auch nur mit dem Wasser holen. Ich hole das gleich nach da vorne. Und dann hol mir diese Knolle da. Also die Zwiebel. Dann können wir nämlich mehr Pikmins mitnehmen. Den Frogo sollten wir aber erstmal ausschalten. Attacke! Raben! Das Ding ist gerade am wichtigsten. Weil das meine maximale Pikmin-Zahl erhöht. Wir haben einen neuen Schatz. Ja! Jetzt können wir wieder mehr 10 Pikmins mitnehmen. Oh, da sehe ich einen Fiesling. Die kenne ich noch von früher. Wenn man auf der falschen Seite steht, dann hat man Aschgott. Wir werden Roland nie vergessen. So nenne ich jetzt einfach mal das Pikmin, das gerade verreckt ist. Da habt ihr gedacht, ihr könnt uns einfach angreifen, aber falsch gedacht. Nee, Otschen, du nicht. Dich brauche ich hierfür. So Leute, das muss jetzt leider einmal sein. Otschen wurde einmal elektrisiert und jetzt werde ich einmal elektrisiert. Ach nee, ich bin ja schon elektrofest, ne? Guck mal, der Gegner da hinten, der ist auf jeden Fall neu. Den kenne ich doch gar nicht. Ich will da auch einmal alle Animationen sehen. Und natürlich Reaktionen der Crew, wenn ich die verschiedenen Statusobjekte einmal abbekomme. Ich würde sagen, ab ins Loch. Tunnel ins Dunkel. Eine Höhle in Finsternis. Kein Licht fällt hinein. Eine Weile erkundete ich sie und verließ mich dabei auf das Licht der Glühkäppchen. Doch dann kehrte ich um, als das Risiko zu groß wurde. Wenn ich nur eine bessere Stirnlampe hätte, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich hab ja eine, ne? Rein da. Zum Glück haben wir ja schon die Stirnlampe. Aha, eine Stirnlampe, sehr clever. Gut, dass ich die gekauft habe. Eine neue Kreatur! Die hat uns einen ordentlichen Kampf geliefert. Das war überhaupt nicht einseitig. Ich renne das Ding einfach rum. Abtransport. Okay. Das wird auch direkt abtransportiert. Hier sind gelbe Pikmins zum Mitnehmen. Ich glaube, ich muss teilweise ohne Otschen hier arbeiten. Ist das eine Gameboy-Kassette?
bin falsch abgebogen. Da in die Richtung will ich. Ah, wartet. Otschin hat Feuer gefangen. Pikmin fängt Feuer. Kannst du dich nochmal entzünden? Ich muss auch einmal Feuer fangen. Ach ja, ich bin ja schon feuerfest. Tot. Wie gesagt, ich werde halt auch versuchen, alle Animationen irgendwie mitzunehmen. Okay, in der Ecke haben wir alles. Dann müssen wir jetzt hier rum. Obwohl, nee, in der Richtung ist offenbar noch was. Oh, da war ein Rohmaterial drin. Macht sie fertig, Jungs. Angriff! Da hinten sehe ich sehr viel Feu-Feu. Ich habe jetzt erst gesehen, dass da ein einzelner Durchgang ist. Schon ein bisschen fies, Otschin die ganze Zeit zurücklassen zu müssen. Hilfe! Termiten! Noch keiner verloren gegangen? So, macht ihr mal hier auf. Waren einfach ein paar Fieslinge im Boden. Ach, Otschin kann sich damit auch hochheilen? Okay, dann machen wir hier mal weiter. Nix hier, meine Pikmins fressen. Abtransport. Oh, hier wird was ausgegraben. Ist das ein Schwangerschaftstest? Ich habe einen Schwangerschaftstest gefunden. Oder ein Fieberthermometer. Wir haben auf jeden Fall die 4000 Glycerium gesammelt. Fantastisch! Das Ziel ist erreicht. Mit so viel gesammelter Energie können wir die Reichweite des Verdachts weiter erhöhen. Ja, das will ich auch hoffen.
Könnte auch ein Fieberthermometer sein. Ich glaube eher, dass es ein Fieberthermometer ist. Da oben ist eine gestrandete Person. Ist hier die Möglichkeit, eine Abkürzung zu erschaffen? Machen wir erstmal den Typen fertig. Da ist nämlich eine Abkürzung. Ich habe schon gesehen, du bist elektrisch geladen. Schnell weg da. Neue Basis. Werfe meinen Blick auf die Visitenkarte. Forschungsteam Mitglied Boldob, Heimatplanet Oji. Seit Jahren arbeitet dieser Wissenschaftler auf seinen Traum hin, die Kommunikation mit Pflanzen zu ermöglichen. Forschungsteammitglied? Ich wusste ja gar nicht, dass hier auch Forscher gestrandet sind. Ist das eine Art Eingang? Die Größe passt genau auf Otschen. Betreten. Ach, es kann nur Otschen rein. Okay. Soll ich jetzt zu Otschen wechseln? Ist offenbar auch nur ein Objekt dort. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts übersehen. Genau, helft ihm mal tragen. Okay, das Teil schlägt nicht mehr aus. Ja, es ist auch gerade ausgegangen. Okay, hier ist kein Schatz mehr. Ja, hier ist es direkt schon wieder zur Oberfläche. Tunnel ins Dunkel. Wir haben ein Forschungsmitglied gerettet. So, und jetzt will ich mir angucken. Meisterwerkbrett. Bildschirmtisch, das ist ein ganz alter Gameboy. Stimmungssensor. Ja, wenn du das Ding ins Ohr kriegst, dann geht die Stimmung auf jeden Fall nach unten. Ring der Heilung. Warte mal, ich glaube, ich dachte erst, es wäre so eine Anspielung auf eine Fit-Spiel mit dem Reifen. Aber das ist, glaube ich, ein Knicklicht. Komplett erforscht. Höhle abgeschlossen. Ich habe das eine Teil im Hintergrund gesehen. Das Ding ist ja immer noch nicht unten. Eine neue Kreatur. Mit der muss ich mich nicht sofort anlegen. Jetzt kann ich mich mit dir anlegen. Angriff! Ich habe was Großes fallen lassen. Und den habe ich auch noch erwischt. Gucken wir, dass wir noch so viel wie möglich mitnehmen, bevor der Tag rum ist. Haben noch einen Schatz gefunden. Das ist eine Spieluhr. Nimm schon mal eins mit, Otschin.
Das schaffen die noch. Ja, und damit ist Tag rum, ne? So, was haben wir denn alles mitgebracht? Auf wem haben wir hierfür erstmal genügend abgegeben? Ah, da wird weiter ausgeweitet. Irgendwie ist er da wieder herstellen. Mehr Glycerium. Energiezufuhr abgeschlossen. Schalten wir jetzt das Radar ein. Es funktioniert. Ja, und wieder haben wir in einem bisher unerforschten Gebiet weitere SOS-Signale entdeckt. Gut, dass wir unseren Suchradius vergrößern konnten. Verschwenden wir keine weitere Zeit. Wir müssen die restlichen Mitglieder der Rettungscrew und Captain Olimar finden. Wir haben Captain Olimar eigentlich schon gefunden. So, jetzt muss ich noch drüber gucken. Den Spaßmacher haben wir am Ende eingesendet mit die Automatikharfe mit Erinnerungssong. Das Sinkboot und den glücksverheißenden Vogel. Wir haben leider einen verloren. Den guten Roland. Das ist also ultramotivier-Nektar. Okay, das Gespräch hatten wir mehr oder weniger schon. Manchmal wiederholen sich hier die Gespräche. Schaff! Ist plötzlich so flink unterwegs. Da könntest du all deine Arbeit in einem Bruchteil der Zeit erledigen, Chefin. Hm, vielleicht. Doch dieser Nektar unverdünnt zu trinken dürfte signifikante Risiken bergen. Es gäbe bestimmt ein paar Leute, die das gerne trinken würden. Okay, Leute, wir sind bei Tag 10. Oh! Da wurde was gefunden. Im Basiscamp war es etwas voll. Da haben wir ein neues Gelände erschlossen und etwas Merkwürdiges dabei entdeckt. Nämlich ein kaputtes Raumschiff. Ich frage mich, wem es wohl gehört. Die Crew ist vielleicht noch da draußen und wartet auf Rettung. Wir werden alles tun, um sie ausfindig zu machen. Ah, das hätte ich fast vergessen. Wir haben auf dem neuen Gelände Rohmaterial gefunden. Das ist dir sicher nützlich. Oh, ich habe gerade noch mal ein bisschen was bekommen. Na gut, Leute. Hier ist dann jetzt aber für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem heutigen Part. Wenn ja, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!